Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, ich weiß, wir sind immer noch an der gleichen Stelle, aber ich sage es immer noch. Jetzt Relentless, da schaut er mal bei dir, kleine Chef. Relentless Apple and Kiwi. Ja, da unten steht irgendwas. Dose sieht richtig cool aus. Also ich muss sagen, von allen Dosen finde ich Relentless sieht am geilsten aus. So. Gell? Das sieht doch echt am geilsten aus. Ja. Kosten halt dementsprechend noch, glaube ich, 20 Cent mehr als Monster. Aber es lohnt sich. Und die nächsten Videos sind auch wieder mit besserer Qualität. Ich weiß, sieht nicht so gut aus. Zumindest vom Handy aus. Da steht auch noch irgendwas. Kann ich euch nicht sagen, was steht. Ich schreibe es euch einfach in die Beschreibung rein. Dann dumm. Keine halben Sachen, das kann ich lesen. Was nicht, kannst du das lesen? Denn wahrhaftig steckt die Kunst in der Natur. Wer sie heraus... kann sein heißen. Also, ja, ich keine Ahnung. Wir müssen uns einfach gucken. Hier steht nochmal ganz groß Relentless. Nur ein Energy Drink. Pfand. 0,5 Liter. Und ja, machen wir mal das Schmuckstück live. Und shut up mit your if. Boah, scheiße! Die Farbe ist blau. Ich weiß nicht, sieht man es? Ja, sieht man schon. Warte mal, ich mach's bei mir. Schönes hellblau. Ja. Sieht auch richtig geil aus. Ja, du lässt es halt über die Hand fließen. No. So, kommen wir mal zum Geruch. Meine schönen Schuhe. What the fuck? Das riecht geil. Ja, Mann. Riecht nach Apfel und... Ja, warte. Kiwi. Es riecht nach Birne. Ach, Birne auch, ja, ja. Aber auch richtig gut. Und jetzt kommen wir mal zum Geschmack. Der schmeckt geil. Die schmeckt gut. Kohlensäure schön angepasst, nicht zu viel, nicht zu wenig. Apfel schmeckt man erst ein bisschen im Endeffekt raus. Kiwi. Hab ich gar nicht geschmeckt. Kiwi schmeckt man kaum. Das ist eher so der Nachtreter. Und. Irgendwas ist da noch dabei. So sauer irgendwie. Schon ein bisschen wie Zitrone oder sowas. Ja, warte, was ist dann, was kann da noch drin sein? Frage. Apfel, Kiwi, Tauchen. Zitronensäure. Ja, ja, für Kinder und Schwangere, bla bla. Nicht empfohlen. Karotte und Johannisbeere. Deshalb Johannisbeere. So. Ja, das ist die Säuerliche. Ja. Und schwarze Karotte, ja okay, das ist klar. Schwarze Karotte ist eigentlich fast in jedem Energy Drink drin. Soweit ich weiß. Und schmeckt gut, kann ich weiterempfehlen. Dosen-Sein kriegt von mir eine glatte 10 von 10. Sieht richtig gut aus. Also Relente sind auch meine Lieblingsdosen. Vom Geschmack her nicht, das Monster. Aber vom Dosen-Design echt grandios. Was sagst du, Dosen-Design? Oh, 10 von 10. Geschmack, sag ich mal, 9 von 10. Ist okay. Ist richtig gut, aber es gibt besseres. Hier sehe ich noch beim R ist so ein Rabe. Das ist, glaube ich, eher ein Adler oder sowas. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Irgendwie. Schreibt in die Kommentare. Jo, was sagst du zum Geschmack? Was gibst du? Also, ich muss sagen, ich habe schon besseres getrunken. Ja, ich auch. Auf jeden Fall. 7 von 10. 7 von 10? Okay. Na gut, und noch eine gute Nachricht. Melvin und ich, also der Melvin ist hier, ne? Und wir werden jetzt den vielleicht nächsten Monat Dosen bestellen und da werden noch wieder tolle Dosen dabei sein. Da werden, ich denke mal, von mir die ersten Monster Javas dabei sein. Und vielleicht können wir auch wieder zusammen reviewen, mal schauen. Wenn er Lust hat, ne? Ja, immer. Und ja, das war's und jo. Hast du noch was zu sagen? Nope. Nope. Okay, also, tschüss.